Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldons von ihren Anwesen wegholt? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Origins und für mich wieder eine neue Aufnahmesession. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal, ich bin froh, dass es zu dieser Aufnahmesession überhaupt gekommen ist. Nicht, weil ich krank bin, was ich immer noch ein bisschen bin, aber mittlerweile bin ich wirklich auf einem guten Weg der Besserung. Nein, ich hatte einen wahnsinnigen Spaß. Diejenigen, die mir auf Facebook und auf Twitter folgen, haben es vielleicht mitbekommen. Ich hatte ein wunderschönes Windows-Update und dieses Windows-Update hat mir mein Spiel, ich sag mal, gecrashed. Kann man sagen, gecrashed? Das Spiel läuft ja über den Origin-Launcher von EA und dieser Launcher hat dieses Spiel nicht mehr erkannt, obwohl es ja auf der Festplatte vorhanden war und ich habe keinen Weg oder ich hatte sehr lange keinen Weg gefunden, dieses Spiel wieder erkennbar zu machen für diesen Launcher. Und die einzige Hilfestellung, die man von dem wunderbaren Entwicklerstudio EA bekommt, ist deinstallieren und neu installieren. Sowas Ähnliches habe ich dann gemacht. Das Tolle war dann, dass natürlich die ganzen Mods, die ich hatte, nicht mehr wirklich funktioniert haben und die Speicherstände damit natürlich nicht mehr brauchbar waren. Ganz viele graue Haare, ein Teufelsritt und ganz viele Stunden. Ich habe es zum Glück wieder hinbekommen. Ich möchte nur an dieser Stelle sagen, ich hoffe, dieses Spiel läuft stabil, denn ich habe sehr viel Hin- und Her-Schieberei-Zeugs gemacht, dass das Ganze überhaupt wieder läuft. Und deswegen, ich hoffe, dass es stabil läuft. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, sollte es jetzt irgendwie häufiger crashen, dann schieben wir das einfach mal auf diese Geschichte. Okay? Gut. So, wir waren ja, genau, kurz vor dem Lanting. Deswegen, das hat mich auch so geärgert, dass wir, vor einem sehr großen Event stehen und dann, wenn das nicht mehr spielbar gewesen wäre, das wäre traurig gewesen. Also für mich wäre es sehr traurig gewesen irgendwie. So. Genau, ich wollte aber noch nicht direkt zum Lanting, glaube ich. Ich wollte nochmal nach Denarim gucken, oder? Um zu gucken, ob wir jetzt in dieses Elfenviertel rein können oder ob sich... Ich gehe, glaube ich, gerade falsch. Ob sich vielleicht irgendwas getan hat. Und wo gehe ich eigentlich hin? Ich möchte... Zweiter Stock, Hof. Ich bin ganz falsch gelaufen. Ich möchte... Davor, wir gehen nach links... Genau, gerne noch gucken, ob wir irgendwas erledigt bekommen. Und ich wollte vielleicht auch mal gucken, ob wir mit Alistair quatschen können. Denn Alistair scheint ja alles andere als begeistert zu sein. Und es würde mich interessieren, ob er ja irgendwas zu sagen hat. Ob er uns vielleicht böse ist, dass wir, ihn auch vorgeschlagen haben. Ich könnte ihm nicht mal... Das ist kein Wesen zum Fegen! Das ist kein Wesen zum Fegen? Ja, das ist auf jeden Fall... Also, wenn die Erklärung nötig ist... Wir gehen mal ins Lager. Ich bin so froh, dass es wieder läuft. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir jetzt sind. Aber es wären einige Stunden weg gewesen, sozusagen. Okay, ich speichere sicherheitshalber. Alistair? Braucht ihr etwas, meine Liebe? Du hast... seltsame Augen, ist das das Licht? Ich bin auch gerade am Überlegen, ich weiß nicht, ob alle Mods hundertprozentig funktionieren, aber er hat zumindest die richtige Rüstung an. Das ist schon mal was. Seine Augen sehen ein bisschen seltsam aus. Okay. Ich dachte, er möchte vielleicht etwas sagen. Ich möchte mir mal ganz kurz die Leute angucken. Es tut mir leid, dazu bin ich noch nicht gekommen, wegen... Ich wollte natürlich nicht einfach dann von da weggehen und gucken, ob soweit alles läuft. Es sah nämlich soweit alles ganz gut aus. Liliana sieht auf jeden Fall so aus, wie sie aussehen soll. Win sieht auch immer noch so aus. Also, das scheint schon mal zu funktionieren. Stan hat, glaube ich, immer noch... Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, er hat immer noch lila Augen und er hat auch die richtige Rüstung an. Gut, gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach Denarim. Denarim? Mit... Jetzt wollte ich schon sagen, Alistair. Nein, eigentlich nicht. Ja. Mit Shael. War diese dramatische Musik hier schon immer? Und mit... Ogryn? Oho. Ogryn? Ja. Und mit unserer Heilerin und natürlich mit Wuffy. Die ganze Geschichte funktioniert hoffentlich noch. Genau, und wir gehen nach Denarim. Ist zwar wieder ein riesen Umweg.
Und das Lanting findet, glaube ich, eigentlich auch in Denerim statt, aber naja. Mich würde eben noch interessieren, ob wir in dieses Viertel kommen oder ob sich in Denerim jetzt irgendwas getan hat, weil wir an sich ja schon wieder einen Questfortschritt hatten, also einen Hauptquestfortschritt, weil wir schon wieder etwas weitergekommen sind. Und ich hoffe natürlich auch, dass das mit den Soundeinstellungen soweit alles klappt und man alles super versteht und so, denn das war die Geschichte davor, die hatte ich bei Skyrim dann ziemlich Spaß. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Dass meine ganzen Soundeinstellungen nicht mehr gestimmt haben, da Skyrim, sag ich schon, Windows die Soundeinstellungen resettet hat und sich dadurch mein Mischpult verwirrt gefühlt hat. Slim Coldry. Schön, euch zu sehen, Wächter. Ihr setzt euch zur Wehr, was? Habt ihr ein Ziel für mich? Ich bereite etwas vor. Okay. Ja. Dann wird es da hinten wahrscheinlich auch noch nicht offen sein, denke ich mal. Wobei, wer ist er? Warum steht der hier so offensichtlich? Ich habe etwas für euch. Was? Du? Für mich? Dank dem, was ihr für uns getan habt, ist es um das Marktviertel jetzt deutlich besser bestellt. Ich weiß, es ist nicht viel, aber hier habt ihr ein weiteres Zeichen meiner Dankbarkeit. Viele Leute schlucken einfach jede Lüge, aber wir glauben euch und wir werden weitererzählen, was wir über euch und die Wächter wissen. Danke. 4 Gold? Das kommt ein bisschen spät, oder? Hallo? Ich meine, wir haben ja schon... Unsere Helferaktion für ihn hier ist ja schon ein bisschen Falls her. Wir... Moment, wir werden belauscht. Bist du sicher? Ich bin sowieso schon übernervös. Wir betteln ja fast um Schwierigkeiten. Sei ruhig. Wir haben nichts getan. Noch nicht. Verräter. Okay, da sitzen jetzt Elfen. Darf ich jetzt rein? Das Gesindeviertel ist geschlossen. Geht weiter. Ja, du mich auch. Okay, gut, ich hatte... Der Taverne meinte, die dunkle Brut würde die Leute in Ghule verwandeln. In Ghule? Ghule sind gruselig. Meine Nachbarn, entschuldigt, sollte man... Ich habe mein Mikrofon ein bisschen weniger feinfühlig eingestellt, damit das... Naja, diese Geräusche von der Wand nebenan sozusagen nicht ganz so krass übertragen werden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt ein bisschen besser. Denn das mich persönlich stört es immer, wenn ich es höre. Es kann sein, dass ihr das gar nicht unbedingt wahrnehmt, weil ihr nicht wisst, auf was ihr achten müsst sozusagen oder welche Geräusche genau. Also wir gehen nochmal nach Schloss Redcliffe. Schloss Redcliffe. Aber mich stört das. Und es ist eigentlich schon wieder viel zu spät, als dass er da drüben Lärm machen sollte. Ich brauche eine neue Wohnung. Eindeutig. Umzug ist ganz dringend nötig. Aber die Sache mit Wohnungen und so ist momentan nicht einfach. Gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns dem Lanting. Ich habe ein bisschen... Nachbar, sei ruhig! Ich habe ein bisschen Angst davor, denn ich weiß nicht mehr genau, was da alles passiert, aber ich weiß noch, dass da sehr, 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 sehr viel passiert und sehr viele Entscheidungen und... Überhaupt, deswegen rein theoretisch hatte ich mir dafür einen Speicherpunkt angelegt und ich habe sowieso lieber nochmal einen neuen Speicherstand gemacht, weil ja diese Crash-Sache und Windows-Zeugs war. Sicherheitshalber, von Skyrim kennt man es so, lieber einen neuen Speicherstand. Al-Imen. Wenn ihr soweit seid, brechen wir Richtung Denerim auf. Ja, das ist, ja. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Ja, über uns bestimmt. Also über uns besonders. Ich habe Angst. Ich hasse Entscheidungen. Und ja, genau, damit verbundene Ergebnisse. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Lanting war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er muss sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan,
Es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Angesichts von Ostager brauchen wir womöglich einen besseren General. Das ist ziemlich gehässig, aber wahr. Wenn Anora herrscht, möge sie für sich selbst sprechen. Der Thron gebührt Merricks einzig lebendem Sohn. Na, damit sollten wir vielleicht noch nicht direkt rausposaunen. Das sollten wir nicht direkt rausposaunen. So, deutsche Sätze bilden und so. Wenn Anora herrscht, möge sie für sich selbst sprechen. Wir sind mal gehässig. Das passt mir jetzt gerade so in Kram, weil es ist halt er. Gibt es einen besseren Grund? Angesichts von Ostager brauchen wir womöglich einen besseren General. Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Mhm. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mhm. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Ja, es ist bedauerlich, dass sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Wahnsinn. Na gut, er muss ja darauf pochen. Also er muss ja bei seiner Aussage bleiben. Genau jetzt. Wann beginnt das Lanting? Ich nehme von Deserteuren und Königsmördern kein Beileid entgegen. Ich will eure Verbrechen bei Ostager verkünden. Ach so, genau jetzt, nicht genug jetzt. Wann beginnt das Lanting? Schweigt, Flegel. Höhergestellte unterhalten sich. Genug, Catherine. Hallo? Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden, Emen. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Er fuchtelt ganz schön viel mit den Händen rum. Ich hasse sowas. Vor allem, wenn es dann so nah ist. Also wenn einer schon fast in meinem Gesicht hängt, sozusagen. Gut, das ist jetzt nicht meins, sondern das von Al-Imen, aber ich hasse sowas. Ihr seid es, der Ferelden gespalten hat. Welches Vorgehen? Ihr habt die Grauen Wächter zu Verbrechern erklärt. Ja, rein theoretisch. Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, dafür. Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharren-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Der Kaiser von Orle dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Auch Könige töten. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Erfrischend? Naja, ich hätte jetzt eher ein anderes Wort gewählt. Was machen wir jetzt? Warum tut er das? Kennt ihr Logan schon lange? Howe hat meine Familie getötet. Ich darf ihn nicht davonkommen lassen. Was machen wir jetzt? Das Landding ist erst der Anfang. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Adlige dort Logans Doppelspiel durchschaut. Keine leichte Aufgabe. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Diese Schweige. Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Ja, das hast du schon gesagt. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Lanting. Ja, du wiederholst dich. Neue Quest, das Lanting. Standartenträger, Codex aktualisiert, Quest aktualisiert.
Okay, die Verderbnis. Bereite dich auf das Lanting vor. Du bist wegen des Lantings nach Denerim gekommen. Al-Imen will die Adligen zusammenrufen, um einen neuen König wählen zu lassen, der Ferelden gegen die Verderbnis vereint. Allerdings steht dir noch immer Loghain im Weg und es gibt viel zu tun, bevor du ihm entgegentreten kannst. Halte Imen über deine Fortschritte auf dem Laufenden. Du findest ihn normalerweise in seinem Wohnraum im obersten Stockwerk seines Anwesens. Ja, gut. Okay, ich wollte mich... Vielleicht... Warum bin ich hier alleine? Wo sind denn meine ganzen Leute? Sind die ja auch irgendwo untergebracht? Ich dachte, wir könnten uns vielleicht noch unterhalten hier. So. Seine Lordschaft hat Lady Isolde nicht mitgebracht. Warum wohl? Lady Isolde? Was wollen wir denn mit Lady Isolde? Ach so, die Frau... Ja, die Frau von Al-Imen. Der Noel? Hoffentlich ist die Unterkunft nach eurem Geschmack, Wächter. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Ist das hier... So viele Besucher... So viele Nachttöpfe auszuleeren. Was haben wir hier? Noch einen Liebesbrief. Natürlich finden wir hier Coitus Inter... Ich sag schon wieder... Also, Korrespondenzus meinte ich natürlich. Notizen. Genau. Das ist... Hatten wir das hier schon... Nein, ja doch, das hatten wir schon. Es ist immer so schwierig dann zu finden, was wir noch nicht hatten. Donegan, das hier kommt mir nicht so bekannt vor. Donegan, unter Todesandrohung seist du hiermit gewarnt. Mein Vater hat deine bisherigen Briefe gefunden und wacht jetzt neben mir, während ich dir schreibe, dass unsere Verbindung zu Ende ist. Wir müssen keusch bleiben. Patricia. Okay, Charaktere, Al-Imen und Kreaturen. Kreaturen sind wir durch. Noch mehr Dreck reinschleppen, wird es einen Monat dauern, das alles wieder sauber zu machen. Außenbereich des Anwesens. Stimmt es, dass unter den Besuchern des Arzt auch ein Prinz ist? Ein was? Ein Prinz? Natürlich! Die freien Marschen. Oh, Liliana! Mal was anderes als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Das ist... Was wisst ihr über diesen Ort? Was wisst ihr über diesen Ort? Denerim ist die wichtigste Stadt von Ferelden, nicht wahr? Es ist der Sitz der Macht, das Juwel der Königskrone. Es ist das Herz von Ferelden. Seine Mauern sind stark und umschließen große Schönheit. Schön wie das ganze Land und sein Volk. Lasst uns über etwas anderes sprechen. Kann ich euch irgendwie helfen? Okay, nein. Gut, wen haben wir hier? Saffron! Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denerim stieg ich in einer Taverne ab, in der sogar die Bettwanzen Flöhe hatten. Irr. Was sagt ihr? Nichts. Gut, ich dachte vielleicht... Er hätte etwas Wichtigeres zu sagen. Shale. Orgren. Wynn. Wynn ist hier hinter uns? Was? Hier ist doch gar... Oh, verdammt. Vielleicht sollte man die Karte auch richtig lesen. Wynn. Wo geht's hier hin? Hier waren wir schon. Okay, Wynn. Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Habt ihr eure Meinung über Alistair und mich geändert? Ich beobachte euch nun seit einer Weile und... Vielleicht habe ich mich geirrt. Zwischen euch beiden scheint es tatsächlich ein besonderes Band zu geben. Ja. In eurer Gesellschaft wirkt er offener und manchmal sogar entspannt. Außerdem scheint er wirklich glücklich zu sein. Wollt ihr euch für eure Worte entschuldigen? Ich bin eben jedenfalls glücklich mit ihm. Ihr seht nun, dass ihr euch geirrt habt, was uns angeht. Ich bin jedenfalls glücklich mit ihm. Oder? Sind wir doch, glaube ich. Ich war wohl vormals zu harsch in meinem Urteil. Bitte entschuldigt. Ihr wollt für uns beide das Beste. Die Entschuldigung ist auch angebracht. Ich war tief verletzt. Entschuldigung angenommen. Ihr wolltet für uns beide das Beste. Eure Verbindung ist möglicherweise nicht von Bestand. Tod und Pflicht könnten euch trennen. Mhm. Aber das mindert den Wert eurer Liebe nicht. Ich hätte das früher erkennen sollen. Denn ihr lernt nun jeden gemeinsamen Augenblick wertzuschätzen. Da ihr wisst, dass es der letzte sein könnte. Und wir, die wir das beobachten, nun, es erfüllt meine alten Knochen mit Wärme, dass etwas so Schönes auch mitten in Chaos und Unfrieden erstehen kann. Ah.
So, hier waren wir ja schon, genau. Dann gucken wir mal, ob Shale was zu sagen hat. Shale ist, glaube ich, das erste Mal in so einer richtig, also in so einer richtigen Menschenburg, Schloss. Alles hier drin scheint zerbrechlich zu sein. Das ist äußerst unpraktisch. Vergesst es. Einfach auch nur einen Kommentar abgegeben. Ogryn, genau, mit dem würde ich auch ganz gerne sprechen. Ich glaube, ich bin auf gutem Wege, den Namen endlich mal richtig auszusprechen. Zumindest versuche ich es mir tatsächlich gerade anzutrainieren. Natürlich ist er hier, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Ich bin hier, altes Mädchen. Hallo? Mädchen? Okay, aber alt? Hallo? Ich würde gern mehr über euch erfahren. Nein, das ist... Hi. Also gut. Toll. Hier, Carella, probier. Findest du, dass auch Gewürze fehlen?